unser DJI Osmo Action mit Wassertotalschaden. Hallo und willkommen auf drohnen.de zu diesem kleinen außerplanmäßigen Special zum DJI Osmo Action. Der hat bei uns beim Tauchen oder besser gesagt beim Schnorcheln einen Wassertotalschaden, also einen Komplettschaden erlitten. Wie es dazu gekommen ist und wie ihr selber das auch vermeiden könnt, das verraten wir euch in diesem Video und dazu kommen wir jetzt. Vorab sei erwähnt, das Problem, also dieser Totalausfall, dieser Wasserschaden mit Wassereindringen, ist kein direktes Problem von DJI, also kein Produktmangel gewesen oder kein direkter Nachteil von der DJI Osmo oder irgendwas, was DJI verschuldet hat. Es ist aber trotzdem was, was jedem von euch relativ einfach passieren kann und wie ihr das eben auch vermeiden könnt oder worauf ihr achten müsst, das werden wir euch gleich im Detail erzählen. Kurz noch zur Hintergrundgeschichte. Wir waren auf den Seychellen, natürlich wie immer nur für euch, um euch da ein paar coole Aufnahmen zu drehen mit dem DJI Osmo Action und der DJI Mavic 2 Pro. Spaß beiseite, natürlich eigentlicher Hintergrund war der Urlaubszweck, aber ich benutze das Ganze ja natürlich immer, um euch auch ein paar coole Aufnahmen und Original-Footage zu zeigen. Die werden wir euch übrigens im nächsten Video, was circa in einer Woche rauskommt, dann zusammenschneiden. Da dürft ihr schon sehr gespannt sein. Da gibt es sehr viele extrem coole Aufnahmen und Gott sei Dank ist das mit dem Osmo auch erst gegen Ende hin passiert, sodass ihr von beiden Geräten, von der DJI Mavic 2 Pro und vom Osmo Action da viele coole 4K-Aufnahmen erwarten dürft und Original-Footage. So, aber jetzt nun zum eigentlichen Thema. Was ist passiert? Wir wollten euch natürlich auch Unterwasseraufnahmen für das Seychellen-Video zusammenschneiden und damit sind wir auch mit dem Osmo Action tauchen gegangen oder besser gesagt schnorcheln. Der ganze Osmo Action ist ja wasserdicht, so wie er ist, also in diesem Gehäuse. Ihr braucht kein spezielles Wassergehäuse, bis glaube ich 11 Meter wasserdicht. Und was ist passiert? Nach tagelangem problemlosen Einsatz mit super Bildern und super Aufnahmen, die wir euch da zusammenstellen konnten, gab es auf einmal dann erst unter Wasser die Fehlermeldung. Ich glaube, es hat erst angefangen mit sowas wie SD-Karte nicht eingesetzt oder bitte SD-Karte einsetzen oder bitte SD-Karte wechseln. So ging das Ganze los. Dann nach mehrmaligen An- und Ausschalten gab es dann sogar eine weitere Meldung, eine rote Fehlermeldung, SD-Karten-Error. Das Ganze hat dann erstmal gesagt, man kommt im Wasser nicht mehr weiter. Ich musste dann erstmal raus, denn im Wasser hätte ich den SD-Karten-Slot gar nicht aufmachen können, weil dann wäre natürlich Wasser eingedrungen. Das darf man natürlich nicht machen. Also bin ich erst raus, habe das Gehäuse von außen schön abgetrocknet, dass da auch wirklich kein Wasser eindringen kann. Habe die SD-Karte rausgenommen und mein erster Gedanke war natürlich, die SD-Karte muss defekt sein. Also habe ich die SD-Karte entfernt. Ich hatte zusätzlich ja auch noch die GoPro Hero 7 Black mit dabei, die wir euch in unserem Vergleichsvideo beide gegenüber schon mal verglichen habt. Da verlinke ich euch hier oben einfach mal kurz das Video. Wenn euch der Vergleich DJI Osmo Action und GoPro Hero 7 Black interessiert, dann eben wie gesagt dort oben kurz klicken. Nichtsdestotrotz habe ich dann aus der GoPro einfach mal die SD-Karte rausgenommen und gewechselt. Also die zwei SD-Karten einfach vertauscht, weil ich wusste, die andere funktioniert auf jeden Fall in der GoPro. Habe das Ganze dann wieder angeschaltet. Das Problem hat sich aber nicht gelöst. Es gab immer noch den SD-Kartenfehler. Ich habe dann mehrmals hin und her getauscht, auch nochmal in der GoPro gegengecheckt, ob die SD-Karte dort funktioniert und ich kam nicht weiter. Es gab immer dann den schon kritischeren Error, also wo da nur noch Rot-Error rechts oben in der Ecke stand. Nach einigem hin und her habe ich dann aber bemerkt, dass die SD-Karte leicht feucht ist. Da habe ich mir dann schon die ersten Gedanken gemacht, wie das überhaupt sein kann, habe die ganzen Lichtungen und so weiter überprüft, sah aber alles super und intakt aus. Ich bin dann direkt mit dem Thema erstmal nicht mehr weitergekommen, habe die GoPro mir geschnappt und die GoPro mir auf den Kopf geschnallt. Zum Tauchen hatte ich, beziehungsweise zum Schnorcheln,
die Kopfhalterung an, damit ich einfach zum Schwimmen die Hände frei habe. Das ist eigentlich eine super Geschichte. Zum Filmen eher ungeeignet, weil man dann nicht tief genug im Wasser ist. Aber man konnte dann das Kopfband immer schnell vom Kopf runternehmen und die Kamera schön tief ins Wasser halten und danach wieder schnell überziehen, auch über die Schnorchelbrille, und hatte dann immer zum Schnorcheln, wie gesagt, die Hände frei. Habe dann mit der GoPro weitergemacht und habe mir dann ein paar Stunden später das Ganze hier nochmal im Detail angeguckt. Auch den Akku mal rausgeholt und die Fächer aufgemacht und habe dann bemerkt, dass auch im SD-Karten-Slot innen drinne Wasser ist. Das heißt, das war eigentlich schon mal ein bisschen auszuschließen. Das war noch mal ein Gedanke, dass die SD-Karte irgendwie nass geworden ist. War aber durch das Tauschen ja eigentlich schon ausgeschlossen. Habe dann den Akku rausgeholt hier unten aus dem Akkufach und habe dann lustigerweise auch gesehen, dass im Akkufach selbst schon kleine Wassertropfen drin waren, und habe auch dann wahrscheinlich oder ziemlich sicher das eigentliche Problem festgestellt. Dazu muss man nun die genaue Konstruktion eben dieses Akku-Wechselmechanismus der DJI Osmo Action kennen. Das haben wir euch in unserem Vorstellungsvideo der DJI Osmo Action, das verlinke ich euch hier oben nochmal, auch nochmal genau vorgestellt. Und zwar anders wie bei der GoPro, die ein Schiebefach hat mit einem Schiebebutton, was wir eigentlich erstmal bemängelt hatten in unserem Vergleich, was relativ schwer aufgeht und dann seitlich aufgeklappt wird und da die Gefahr auch groß ist, dieses Fach irgendwie abzubrechen. Anders als diese Konstruktion ist es bei der Osmo Action so, dass es rechts und links zwei Buttons gibt, also zwei kleine Hebel, die man ziehen muss. Und dann springt der Akku raus und dann hat man den Akku mit dem kompletten Deckel quasi in der Hand. Und zum Wiedereinsetzen muss man das Ganze zudrücken, dass es klickt. Das geht auch relativ schnell. Dann muss man aber gucken, dass beide Hebel auch wirklich eingerastet sind. Das sieht man, indem dann entweder noch ein bisschen rot zu sehen ist oder ob die Hebel komplett zugeschnappt sind und das rote Feld verschwunden ist. Das Problem, was nun passiert, und was DJI auch selber, und deswegen kann man DJI nichts vorwerfen, ganz groß in ihren Beschreibungen, ihren Anleitungen reinschreibt: man muss natürlich vor dem Tauchen schauen, dass wirklich alles komplett richtig zu ist, sonst kann das Ganze nicht wasserdicht sein. Sowohl hier das Seiten-USB-Fach, was hier auch so ein Klappmechanismus ist, der relativ einfach geht, als auch das Akkufach mit diesen zwei Klicks. Und da genügt es eben nicht nur reinzuklicken und sich akustisch darauf zu verlassen, dass es Klick gemacht hat. Denn was ich bemerkt habe beim Checken der ganzen Geschichte und beim erstmaligen Rausnehmen des Akkus: der Akku war zwar gut eingerastet und war auch sogar in dem Frame, also in dem Halterahmen, der mitgeliefert war, komplett drin. Deswegen bin ich einfach ausgegangen, dass das Ganze richtig drin ist, und ich habe es ja schon 100-mal gewechselt, aber habe mich eben einfach auf die Intuition und das Klickgeräusch verlassen. Und wenn ihr jetzt mal genau schaut, selbst wenn es Klick macht und das Ganze einrastet, dann kann es auf der einen Seite trotzdem noch ganz, ganz minimal überstehen, und das zeigt euch aber auch das rote Fenster richtig an. Und deswegen ist es ultimativ wichtig, dass ihr darauf achtet, wenn ihr den Akku wechselt und tauchen wollt, dass beide Hebel wirklich komplett einrasten und nichts Rotes mehr ist. Also ruhig sicherheitshalber auf beiden Seiten nochmal richtig fest drücken, nochmal richtig gucken, dass das Ganze fest eingerastet ist, und dann kann es keine Probleme geben. Und das war bei uns nicht der Fall. Es ging sogar, wie gesagt, in diesen Frame noch rein. Das ist jetzt die Rekonstruktion von mir, und das Video will ich einfach nur dazu benutzen, euch vor diesem Problem zu bewahren. Denn durch diesen kleinen Spalt ist dann anscheinend, deswegen hat das Ganze auch erst noch ein paar Minuten funktioniert, nach und nach Wasser eingedrungen und hat das Gerät dann wohl zerstört. Ab und zu geht es nochmal an, ihr habt das eben durch das Piepsen gehört. Es ist aber dann mittlerweile auch schon so, dass oben die rote LED nur noch permanent flackert. Manchmal startet es noch, manchmal startet es nicht mehr. SD-Karte erkennt es überhaupt nicht mehr. Das Gerät war letzten Endes auch fast komplett voller Wasser. Ich habe dann beide Slots hier geöffnet, auf der einen Seite mal reingeblasen, dann kam auf der anderen Seite richtig massenhaft Wasser raus. Ich habe versucht, das Ganze trocken zu legen, erstmal durchblasen, dann eben mit einem Föhn, Trockenföhn. Das ist jetzt auch schon etliche Tage, Wochen her. Sie hat sich ein bisschen erholt, sodass sie ab und zu nochmal startet. Das Ganze dauert aber nicht mehr Sekunden wie früher, sondern teilweise Minuten, dann funktioniert alles nicht mehr so richtig. Also man kann davon ausgehen, dass irgendwelche Kontakte da drin kaputt sind. Man könnte es zerlegen, versuchen zu reparieren, aber dazu muss man auch genau wissen, wie die Konstruktion aufgeht. Nichtsdestotrotz, zusammengefasst, seid sehr vorsichtig mit diesem Mechanismus. Wie gesagt, DJI warnt da überall für, aber selbst wir, die das regelmäßig benutzen und euch sogar vorstellen, selbst uns ist, oder mir persönlich ist dieser Fehler hier unterlaufen. Es musste schnell gehen, ich musste raus aus dem Wasser, schnell Akku wechseln, wieder rein. Ich konnte den Ersatzakku logischerweise nicht mit ins Wasser nehmen, habe es reingeklickt, es hat Klick gemacht. Ich habe es intuitiv dann mir gedacht, passt alles, habe das Geräusch gehört, ins Wasser, und dem war eben nicht so, wirklich beides einzeln
überprüfen, sonst kommt ihr wahrscheinlich in das gleiche Problem und werdet euch tot ärgern, und das will ich euch einfach mit diesem Video ersparen. In unserem anfänglichen ausführlichen Vergleich über die DJI Osmo Action und die GoPro hatten wir diese Akkufachkonstruktion euch ja eigentlich als Vorteil vorgestellt, weil eben, wie gesagt, die Klappe da nicht ausleiern kann und so weiter. Da hatten wir das Ganze aber zwar intensiv getestet, aber eben nicht unter Wasser getestet, und das zeigt jetzt, dass eben diese Tests dann im Alltag und im Alltagszweck doch nochmal andere Ergebnisse herausbringen können, denn durch das lange und regelmäßige Tauchen hat sich das eigentlich doch als Nachteil rausgebracht, was wir euch im Vergleich als Vorteil gezeigt hatten, dass eben diese Doppelgeschichte zwar super funktioniert. Nochmal, um das zu unterstreichen, das Ding ist wirklich dicht, es gibt keine Probleme, nur wenn man selbst die Fehler macht und nicht drauf schaut, dass beide Arretierungen einrasten, dann kann es zu Problemen kommen. Es gibt auch noch ein paar andere Sachen, die sich dann eben jetzt im Alltagseinsatz herausgestellt haben von Vor- und Nachteilen, die will ich euch in dem Video auch gleich nochmal hier mit an die Hand geben, zum Beispiel das Touch-Display. Im Trocknen muss man hier ein klein bisschen fester drauf drücken, wie beispielsweise bei der GoPro. Es hat sich aber herausgestellt, dass zum Beispiel beim Tauchen bei der GoPro das Display viel, viel zu empfindlich ist. Wenn es da auch nur ein bisschen regnet, ein Tropfen am Display runterrinnt oder beim Tauchen oder Schnorcheln so oder so im Wasser, dann die kapazitive Wirkung vom Wasser beeinflusst das Display sofort, verstellt euch 1000 Einstellungen, ihr seid in irgendwelchen Menüs drin, also das reagiert extrem empfindlich auf Wasser. Dafür gibt es natürlich von der GoPro diesen Sperren-Button, wo ihr mit diesem Schloss das Display einfach sperren könnt, dass da nichts mehr passiert. Das Lustige ist, wir haben vorher die DJI Osmo Action extrem viel im Wasser benutzt und mussten den Sperren-Button überhaupt nicht benutzen, weil das Wasser das Display nicht beeinflusst. Unter Wasser könnt ihr natürlich auf dem Display nichts mehr verstellen oder keine Einstellungen machen, aber das Wasser selber verstellt euch eben auch nichts. Also das ist ein ganz großer Plusteil, dass das Display viel wasserunempfindlicher ist und nicht irgendwelche Einstellungen verstellt. Bei der GoPro haben da, wie gesagt, schon Regentropfen genügt. Eine zweite große Sache, die sich nochmal herausgestellt hat, die aber auch in unseren anderen Tests vorher schon erwähnt wurden, die Kompensation von dem Fischaugeneffekt. Der ist bei der DJI erstmal viel besser. Der Fischaugeneffekt selber ist schon geringer und der geht bei der DJI ja auch mit 4K bei 30 FPS oder ich glaube auch 4K 60 FPS, aber auf jeden Fall 4K 30 FPS mit eingeschalteter Stabilisierung könnt ihr den Fischaugeneffekt durch Einstellungen kompensieren, komplett kompensieren, sodass an den oberen und unteren Rändern das Bild nicht mehr gebogen ist, sondern komplett linear oder fast linear. Das geht bei der GoPro nicht bei 4K, sondern nur bis 2,7K. Zumindest, wenn ihr auch bei der GoPro die Stabilisierung eingeschaltet haben wollt. Und das will man ja in der Regel. Das heißt, 4K ist, glaube ich, möglich, wenn ihr die Stabilisierung ausschaltet. Dann ist aber das Bild fast unbrauchbar, sei denn, ihr habt es auf dem Stativ. Aber bei 4K mit Stabilisierung kann das nur die GoPro, die DJI Osmo Action. Und wir filmen immer in 4K. Von daher habt ihr dann, wenn ihr das mit der GoPro machen müsst, was wir am Ende vom Urlaub teilweise nochmal machen mussten, weil eben die Osmo Action ausgefallen war, dann habt ihr immer das Fischaugen-Effekt-Linsenbild. Das ist Geschmackssache, aber ich habe lieber ein lineares, realistisches Bild. Nächste Geschichte, die uns noch aufgefallen war, aber nur in Ausnahmesituationen, wenn ihr aus extrem kalter Umgebung in warme, feuchte Umgebung kommt, zum Beispiel aus dem Zimmer mit eingeschalteter Klimaanlage, dann nach draußen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie es auf den Seychellen beispielsweise üblich ist, dann hat ab und zu, nicht immer, aber ab und zu, hat die Linse beschlagen und man hatte kleine Wassertröpfchen hinter dieser Abdeckungsscheibe hier bei der GoPro. Vielleicht ist die auch nicht komplett wasserdicht abgedichtet, sondern erst dahinter, sodass in diesen Raum dann eben Feuchtigkeit eindringen kann oder sich so oder so sammelt. Bei der Osmo Action habt ihr ja hier auch dieses Frontglas wasserdicht verschraubt. Das Ganze ist ja nicht nur eingeklipst wieder bei der GoPro, sondern wird hier vorne aufgeschraubt mit Dichtring. Und ich denke mal, daran liegt es, hatten wir das Problem mit der DJI Osmo Action nie, dass hinter der Linse Wasser drin war. Und das sehe ich auch nochmal als einen großen Vorteil an. Und als letztes sei nochmal das Stabilisierungssystem genannt. Das hat sich im Alltag mittlerweile auch herausgestellt, dass das von der DJI Osmo Action, also das sogenannte Rock Steady Stabilisierungssystem EIS, also Electronic Image Stabilization, elektronische Bildstabilisierung, dass das von der Osmo Action einfach noch weicheres Bild macht. Das ist natürlich immer Geschmackssache. Bei der GoPro hat es ein bisschen mehr Action-Charakter, sodass zum Beispiel auf den Fahrradfahrten man noch ein bisschen die Vibrationen mitsieht. Bei der Osmo Action wird das alles weggebügelt. Das sieht ein bisschen mehr kinoreif aus. Ist natürlich immer die Frage,
bei der GoPro heißt das Ganze übrigens Hypersmooth, hier Hypersmooth glaube ich. Hier heißt es Rocksteady, also jeder hat so ein bisschen Szenennamen dafür genommen. Es ist einfach unterschiedlich, aber wenn man, wie jetzt für unser Schellenvideo, einfach ein bisschen mehr kinoreifere Aufnahmen machen will mit weicheren Schwenks und so weiter, finde ich das von der Osmo Action ein bisschen angenehmer. Aber das ist wirklich Geschmackssache und das muss jeder selber entscheiden. Dazu, wie gesagt, hier auch nochmal die Playlist von unseren anderen Osmo Action und DJI GoPro Vergleichsvideos. Klickt hier einfach nochmal oben drauf. Da müsst ihr selber entscheiden und euch einfach beide Aufnahmen im Vergleich mal anschauen. So, und jetzt dürft ihr auf unser Seychellen-Video gespannt sein. Das kommt, wie gesagt, in wenigen Tagen hier auf den Kanal. Dazu abonniert auf jeden Fall unten den Kanal, kurz auf den Knopf drücken, gerne auch auf die Glocke drücken, dass ihr automatisch benachrichtigt werdet. Dann seht ihr immer, wenn was Neues von uns online kommt. Lasst gern auch ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Das war, wie gesagt, mehr ein Warnvideo, um euch vor diesem Fauxpas zu warnen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und hilft euch. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Kommentiert gern unten, wie ihr die Geschichte mit dem Akkufach findet, ob ihr da auch schon Probleme hattet oder nicht oder was ihr als Vor- und Nachteile von der GoPro und von der Osmo Action seht. Ich bin sehr gespannt darauf. Merkt euch auf jeden Fall, das Seychellen-Video vorkommt in Kürze dann raus, in wahrscheinlich einer Woche. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Mir hat es wie immer Spaß gemacht, mit euch zusammen das Ganze hier nochmal im Detail vorzustellen. Und ich bin sicher, wir sehen uns dann wie immer beim nächsten Mal.